Ich werde nochmal probieren, auf Customs die Leiche zu looten und die Cargo mitzunehmen, weil ich ja draufgegangen bin. An den guten Goons beim letzten Versuch. Ansonsten habe ich nichts, was Customs speziell wäre. Ja, also, ach so, doch, hier. 206, aber da fehlt mir noch der Schlüssel. Das heißt, ich loote Schlüssel, ich will Schlüssel, Maßband, Iskra, Autobatterie und diese Hidden Cargo. Ja, genau das will ich. Ich hoffe einfach, dass nicht schon wieder zum x-ten Mal ein Herr Knight daherkommt und mir hart den Hintern versohlt. Hier seht ihr nochmal die Ausrüstung, die ich mitnehme. Und es ist eine SKS. Mir wurde gesagt, die AI interessiert es nicht, dass ich einen riesigen Rucksack dabei habe. Wir werden sehen. Und bis gleich im Raid. So, also Customs. Oh, das ist doch schon wieder... Das ist doch schon wieder Mist. Da kämpfen doch schon wieder Goons gegen... Hier ist schon wieder viel zu viel los. Da hinten auch. Was geht denn hier ab? Ich glaube, ich muss jetzt doch einmal ganz kurz, einfach aus Interesse, auch wenn mein Scope nicht 100% passt. Ich will wissen, was da hinten los ist. Ich werde gleich so den Headshot kassieren, erneut von den Goons. Bestimmt. Sag mal. Könntest du bitte... Okay. So, jetzt nochmal. Bist du noch dort? Wait. Wo denn? Das ist noch halbwegs okay irgendwie. What the fuck? Hey, na! Erst am besten immer den Kopf. Ja, wahrscheinlich. Einfach mal in Panik den Boy hier wegmachen. Ich hab zu wenig Heilung dabei. Okay. Du hast bestimmt Heilung für mich. Jetzt darf ich sagen, ne?
höre schon den nächsten. Ah, no, no, ich bin tot. Steh auf! Oh, ich kann nicht aufstehen, warum auch immer. Jetzt steht er auf. Oh. Gut, jetzt bin ich tot. Schwer Heavy Bleed. Wenn der nicht was dabei hat. Im Keller, ja, ja, ich weiß. Da wäre ich jetzt auch sofort hingerannt. Wow, mein Bein ist weg. Oh, shit. Und ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los, Mann? Jetzt hat... Okay. Ah, nicht CMS während Blutung. Das Körperteil ist sofort wieder weg. Okay. Ja, Schmerzmittel. Christian, hi. In-Game-Lags? Was? Woher kommen In-Game-Lags? Klebt die Wunde mit Haferflocken zu. Ah, das war jetzt ein Usec am Ende, oder wie? Ach nee, mein erster Kill war ein Usec. Okay. Weiter üben. Ich gebe mir Mühe. Dann probiere ich es jetzt nochmal als Gav auf Interchange, endlich mein dämliches Maßband zu finden. Ich habe schon ein paar hundert Stunden und trotzdem bin ich kacke. Ab 800 bis 1000 geht's nach vorne. 1000 Stunden sind Lernphase. Oh je. Du siehst aus wie ein Scaff, aber ich glaube, du bist kein Scaff. Ups. Hoppla. Naja. War ja auch nur ein Scaff ran. Und der war... Schießt auch besser als ein Scaff. Ja, hufig. Okay. Hier ist alles versichert. Ihr seht meine Ausrüstung. Eine schöne M4. Nach den letzten Raids, in denen ich solche PC-OBS... Streaming-Aufnahmeprobleme hatte, wird es jetzt hoffentlich besser. Ich wurde auch mal zwischendurch schon wieder von Night gekillt. Ich hoffe, jetzt läuft alles gut und bis gleich im Raid. So, Customs, wo sind wir hier? Das läuft schon mal flüssig, das ist gut. Ah ja, hier. Okay, ein Klick und man hat alles versichert. Ah. Kurz horchen. Ja, die Probleme, die ich hatte, kamen wohl durch ein OBS-Plugin, mit welchem ich die Kamera so im 3D-Effekt im Bild ein bisschen reindrehen kann. Wow! Wo ist er? Weiß es nicht.
Erster Regen in Tarkov. Ganz furchtbar. Waren das jetzt. Also, das war ein Scaff hier. Jetzt habe ich aber leichte Ingame-Lags. Ist auch ein Scaff, okay. Muss doch nochmal die Grafik, glaube ich, runterstellen. Und dann müsste hoffentlich alles in Ordnung sein. Ach, bitte, bitte, bitte nicht wieder Goons. Vorhin kam die Vermutung auf, dass Elden Ring für mich irgendwie stressiger sein sollte, könnte. Wenn ich jetzt gerade so mein Befinden beschreiben sollte, würde ich sagen, stressiger als Elden Ring. Ja, ich hätte die zwei angrabbeln sollen, die zwei Scaffs, ne? Mist. Elden Ring ist Meditation. Was ein Scaff. Hä? Was ist das jetzt? Was ist das? Wow. What the fuck? Ich will da nicht sein. Eigentlich muss ich dort looten. Oh, come on. Kann er bitte aufhören? Bin dann rum, hi. Der muss sicher gehen, dass sein Gegner wirklich tot ist. Ja. Hattet ihr sowas auch schon mal? Ist das ein bekannter Lag? Kennt man? Nee, hatte ich noch nicht. Okay, aber man kennt's anscheinend. Das ist ja der Horror. Oh, shit. Hallo, lauf. Danke. Fucking hell. Der nächste. Oh, mich stresst gerade diese scheiß MG, das gibt's doch nicht.
Ich muss hier raus. Das kann ich so, das kann ich nicht spielen so. Entspannt. Ist überhaupt nichts entspannt. Der Soundbox hatte ich auch schon, aber nicht in diesem Ausmaß. ich kann nicht mal irgendwie Chat lesen und ich bin gerade, das macht mich komplett wahnsinnig, ne? Vor allem über die ganze Map. Ich versuch schon so weit wie möglich von ihm wegzulaufen, wie ich nur kann. Hat jemand einen Wecker bestellt? Oh. Es wird leiser. Montags sollte man was Entspanntes spielen. Ich glaube, du hast absolut recht. Gab's hier nicht auch irgendwo einen Stash? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir sind doch auf einem gemütlichen Waldspaziergang. Hier ist doch gar nichts. Alles easy, entspannt, super entspannt. Oh Gott. Ich muss mich jetzt gerade echt erstmal irgendwie beruhigen, ne? Oh, was ist jetzt los? Das Ding lässt nach, das Propital. Deswegen glaube ich. Wie lange geht das? Schon vorbei, perfekt. Oh, ich habe den Horror da vorne überlebt. Oh, wunderbar. Jetzt noch ein bisschen was looten zumindest. Und ja, ich habe
leichte, so ganz kurze Mikro-Lags, die versuche ich noch wegzukriegen. Hinten rennen welche. Oh, hier oben. Noch einer. Nicht mehr da. Eigentlich wollte ich ja entspannt ein bisschen was looten noch. Aber hier beim Checkpoint ist immer Action, ne? Nee, no fucking way. Ah. Bringt mir nur gar nichts, weil ich eigentlich ein Maßband brauche erstmal. Maßband ist viel wichtiger. Kommt jemand? Rechts von mir war was im Gebüsch. War nur ein Scav. Komm schon, Maßband. Du hast mein Maßband dabei. Was auch immer du gelootet hast, du hast nichts gelootet, wo ein Maßband drin sein könnte. Was ist das? Ein Cover. Ach. Hallo? Okay, nehme ich. Und da finde ich mein Maßband auf Reserve oder Reserve. Möglich.
die Tür hier nicht nochmal offen? Was hat er denn dabei? Nee, brauche ich nicht. Maßband. Oh Mann. Gibt's hier so irgendwas rumliegendes? Nein. Kann man die durchsuchen? Nein. Okay. Noch kurz hier durch. Lol. Klingt doch hier aber auch schon wieder so, als wären da irgendwo die Goons unterwegs, oder? Leider nix. Technical Supply. Da ist jetzt ein Maßband drin. PP? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. TP 200? Keine Ahnung. Eins besser als... Ah, im 5er Kaliber. Okay, nice. Das ist gut. PP. Achso, PP. Habe ich die jetzt irgendwo liegen lassen? $74. Nice. Maßband. Bitte, 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 endlich das Maßband. Nope. Da ist es. Er ist tot. Weiß nicht. Ich denke, der kann, glaube ich, weg. Weiß ich nicht. Brauche nämlich einen Slot. Bevor ich jetzt hier rausgehe, will ich einmal
nachgeladen haben. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, das dauert jetzt zu lang. Das 30er Mac muss reichen. Ich will hier jetzt einfach schnell raus wegen diesem Maßband. Nicht, dass es nachher wieder heißt, du hast die ganzen Scavs liegen lassen. Du musst die nur angrabbeln. Du musst die nur einmal kurz F drücken. Mach die Loch auf jetzt. Weiter ackern. René, alles klar. Schön, dass du da warst. Schaff's gut. Jetzt wäre ich beim Angrabbeln fast draufgegangen. Umlei, ja. Maßband! Yes, endlich! Oh. Im Laggy-Ruckel-Raid. Im ruckelnden Laggy-Raid. 13 Minuten. Einen Bär gekillt. Okay, irgendeinen dieser Bears habe ich doch noch irgendwo erwischt. Keine Ahnung, welcher das war. Wir werden es rausfinden. Wenn ich die Aufnahme zusammenschneide. Und damit an alle, die nicht live dabei sind, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.